Es kann ja nicht schaden, wenn wir hier ein paar so kleine Fetzelchen in dir auftauchen lassen, dass du irgendwann einmal das Wunder deines Daseins erkennst. Und zwar geht es hier letzten Endes um diese Selbsterkenntnis, was bin ich und was sind meine Gedanken. Und dazu will ich jetzt also ganz, ganz kurz darauf eingehen, dass du in eine Wunderwelt eingepackt bist und du, und das ist der große Unterschied, der wirklich absolut große Unterschied von Holofeeling zu allen von dir ausgedachten Glaubenssystemen, ist nicht nur, dass du alles, was hier behauptet wird, du selbst, unabhängig des Intellektes, den du zum Denken benutzt, es reicht ein Minimalintellekt, kannst du jede Aussage hier und jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit auf der Stelle überprüfen und dadurch auch beschwören. Dein momentaner Glaube, dein Schwamminhalt, den du geistlos nachäffst, besteht zu 99,9999% aus Meineiden. Es erscheint dir logisch, das habe ich immer wieder wiederholt. Und jetzt ist wirklich Cut. Es ist jetzt, ab heute, trennt sich die Spreu vom Weizen. Da geht es um Bibelverse, das erste, was ich dir ans Herz lege. Und jetzt kommt der Unterschied, wenn ich sage dir, wir springen dann ganz kurz in das letzte Update rein. Und zwar geht's, Menschen sprechen immer mit Objekten. Selbst wenn sie an sich denken, denken sie an Objekte. Ich übertrage mal ganz kurz den Bildschirm. Und zwar geht es um diese Stelle. Es ist auch immer, was ich hier mache. Jetzt in dir ist es, weil du es träumst. Dieses letzte Update. Marco, Peter, liest du bitte vor? Ich muss gar nicht reden. Update, ja. Wir müssen in uns was absolut Neues erfinden. Cut. Das ist die Sache, die ich so oft zitiere von diesem Professor Feynman, dass die Wissenschaft, all die Menschen, all die Religionen in eine Sackgasse gelaufen sind des Materialismus. Auch alle von dir ausgedachten Religionen und die Esoterik ist tiefgläubig materialistisch. Solange du chronologisch denkst, dann nützt es nichts, wenn du tausendmal sagst, es gibt ja nur hier und jetzt und du denkst trotzdem permanent unbewusst dir eine Zukunft und eine Vergangenheit aus. Was du denkst, denkst du jetzt. Jedes Wort, das du denkst, denkst du jetzt. Es kommt aus dir. Und diese Information, die du in dir erschaffst, wird auch wieder jetzt zerstört. Weiterlesen. Von uns Geist ausgedachte Objekte, Menschen. Menschen? Fragezeichen. Was denkst du bei dem Wort Menschen? An Trockennasen auf dem Körper. Weiter. Denken sich angeblich andere Objekte, Menschen aus. Das heißt, wir denken uns jetzt Trockennasen auf dem Körper mit Gehirnen und wir denken uns, dass diese Gehirne sich andere Objekte, andere Gehirne, andere Menschen ausdenken. Denken heißt urteilen, da gehe ich jetzt gar nicht drauf aus, Kind ist das Fundament, das heißt sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Und jetzt habe ich hier, wann kommt nun? Die Schöpfung ist immer was doppelt aufgespanntes. Das W, das besteht aus plus 5, minus 5, aus oben und unten, aus warm und kalt. Und diese beiden zusammengenommen sind nichts. Komm heißt zusammengenommen, wird es zwar eine gestaltgewordene Erscheinung, du schaust dir aber immer bloß nun eine Seite davon an. Entweder ist es hell oder es ist dunkel. Entweder bist du gesund oder du bist krank. Entweder tust du einatmen und ausatmen. Habe ich alles tausendfach erklärt. Du siehst eine Seite und die andere Seite ist im selben Moment im Hintergrund. Wenn du jetzt in deine Welt, auf deine VR-Brille schaust und du sagst, da außen ist es hell, ist es im selben Moment auch finster. Denk an das Erdkugelbeispiel. Und jetzt kommt, wann kommt nun der jetzt, der große Zusammenbruch? Das eigenartige Schreiben heißt, zuerst einmal, große ist ja das Ross, Jesus, Geist ist Gott, das ist J. Und Sus ist Ross. Wir wechseln nur die Sprache und das ist E-Quadrat. Und alles ist zusammen und Beruch heißt im Geist. Zusammen, Beruch heißt, wir sind alle zusammen im Geist. Ich sage immer, das ist das Internet, das ist Gott, das ist die Kollektion der Urknall, bevor er gegrillt hat, wo alles noch eins ist. All diese von uns selbst ausgedachte Objekte, Körper. Ich habe jetzt diese Erweckten, ist zwar grammatikalisch nicht ganz korrekt, 575 hat etwas, wo sich hinträumen, fantasieren. Von uns Geist selbst ausgedachte Objekte. Und es ist gleichgültig, ob du an einen Baum denkst, an eine Erdkugel denkst, an einen Osterhasen denkst, an ein grünes Maßmädchen denkst.
Es sind erst einmal Vorstellungen von irgendwelchen Körpern. Du kannst dir natürlich auch irgendwie Hunger ausdenken. Das ist dann zwar kein Körper, aber es ist trotzdem eine Information von dir. Diese kleine Stelle, wer einen anderen Menschen als Objekt behandelt, einen anderen Menschen. Jeder Mensch, den du denkst, ist ein Gedanke, der von dir gedacht wird. Das ist hundertprozentig sicher. Du bist ein träumender Geist. So ist dies für diesen Menschen eine große Qual. Interessant ist, ich schreibe das nochmal rot und dann haben wir hier eben unseren Jesus. Das Große ist Quaku, ist affin, aufgespannter Gott. Und wenn du es unbewusst machst, ist es blau gelistet, ein Qua, eine Qual. Ja. Diese kleine Stelle, ich starte jetzt dieses Video ein bei 18 Sekunden. Kannst ja mal mit dir Brösel versuchen. Startpunkt ist 18 und zwar genau bei 18 Sekunden. Das ist das blaue 18, das blaue ich Mensch, ich Körper, ich Affenbrösel praktisch, ich Affenkörper. Jetzt genau zuhören, diese kleine Passus, sag ich vorneweg, wenn du dir das ganze Video angeschaut hast, die 18 Sekunden sind nämlich genau dieser Text. Bisschen gröber und genau nach 18 Sekunden kommt dann Folgendes. Ich kann es ja mal mit dir versuchen. Du bist eigentlich ein bisschen blöd. Also du bist total bescheuert. Du hast noch nichts in deinem Leben richtig hingekriegt und die Art und Weise, wie du jetzt hier vor dem Bildschirm sitzt, zeigt mir, dass es sich überhaupt nicht lohnt, dass ich mit dir rede. Genau so ist es. Ich habe schon lange aufgehört mit irgendeinen Gedanken, die ich mir denke, mich zu unterhalten. Ich unterhalte mich mit dem, der mich ausdenkt. Die Schwierigkeit ist, dass jeder normale Mensch macht das, was er sich denkt, zu einem Objekt, mit dem er angeblich nichts zu tun hat. Bis auf das, wenn er sich eventuell an sich selbst und an seinen Körper denkt, macht er sich selbst zu einem Objekt. Die Ausnahme ist Solo Feeling. Wie habe ich dieses Selbstgespräch begonnen? Ich mache mich jetzt zu einem Objekt, das von dir gedacht wird. Das ist der große Unterschied. Ich erkläre es denen, der mich ausdenkt. Ich erkläre meinem Schöpfer, der vergessen hat, was er ist. Was er ist und wie er funktioniert. Dazu muss ich als der absolute Schöpfer, das ist das JCO-ICO, tausendfach erklärt, muss ich in dir als Brüssel Uwe in Erscheinung treten. Und schon mein Name UP ist kein Zufall. Was ich immer wieder betone, es hat nicht im geringsten zu tun, dass dieser Gedanke an einen Udo Petscher irgendwie besser wäre. Oder richtiger wäre. Er ist einfach nur wie jeder andere Gedanke auch. Das bringe ich auf den Punkt, wenn ich ihn nicht bin, du sagst, ich bin ein Wegweiser. Der Wegweiser als Ding an sich nützt dir überhaupt nicht. Ich sage mal, die Stange mit der Blechtaube dran ist eine Erscheinung wie jede andere Erscheinung. Was wichtig, wie wichtig ist, ist die Richtung, wo ich hinweise. Und diese Richtung wirst du nur erleben, wenn du in diese Richtung weiterdenkst. Weitergehen kannst du nicht, weil du immer hier und jetzt bist. Aber du kannst in diese Richtung weiterdenken. Und das führt dich zu dir selbst zurück und führt dich in eine vollkommen neue Welt. So, das ist Objekt. Ich mache dich zum Objekt meiner Bewertungen. Und was da passiert, das merkst du das nicht? Bewertest du nicht alles, was du dir selber ausdenkst? Kann irgendetwas, was du dir ausdenkst, anders sein, wie es von dir gedacht wird? Erwarte niemals, dass irgendein Gedanke, den du denkst, anders sein kann, wie du ihn dir denkst. Das heißt, solange du dir eine scheiß Welt ausdenkst, wird es auf ewig eine scheiß Welt bleiben. Und solange du dir einredest, dass der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, krank ist. Und das ist ja dann, wenn du gesund werden willst. Bist du richtig? Ich schneide förmlich das Band, was uns miteinander gerade jetzt in dieser vergangenen halben Stunde oder so. Das ist da nicht drin in dem Gespräch, aber dieses jetzt rein hauptsächlich, diese halbe Stunde hat natürlich was zu tun, weil da die Unde mit dabei ist und da ist ein Band. Unde heißt woher auch immer, woher kommt es eigentlich? Und das ist das Unde, das ist die Welle. Und wir schneiden dieses Band zwischen JC und ICH auseinander. Du magst dich, du trennst dich von deinem Vater. Meine Offenbarungen von Holofilling beginnen mit Ich bin du. Ich bin der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Bist du schon ich? Es ist hundertprozentig sicher, dass du dir jetzt dieses Video ausdenkst.
Es muss dir natürlich klar sein, dass das nicht ein Gedanke sagt von dir, sondern der, der die Gedanken denkt. Aber dann haben wir einen ausgedachten Denker. Und jetzt noch einmal zum letzten Mal. Wenn ich immer sage, JCH steht vor dem Bücherregal, solange du ein Computer bist, der kein Programm im Arbeitsspeicher hat, sondern nur eine Festplatte hat, aber in den Arbeitsspeicher nicht reintut, sind keine Informationen da. Und erst wenn dieser vor dem Bücherregal eins dieser Bücher herauszieht und zum Lesen anfängt, dann wird aus JCH ICH. Da ist aber das Band nicht abgeschnitten, weil es ist egal, welches Buch du liest, es ist immer der, der vor dem Bücherregal steht. Wenn ich dann Fragen bekomme, wie sieht es aus, dann musst du ja alles wissen, dann sage ich ja. Aber in dem Moment, wo du alles weißt, weißt du nichts. Das ist Allah. Ja. Das ist wie wenn ich sage, kannst du in deutscher Sprache lesen, schreiben und sprechen? Sagst du ja. Mhm. Was weißt du in dem Moment eigentlich? Mhm. In dem Augenblick ist nur das Wort ja da. Mhm. Das ist übrigens als JH gelesen Gott heißt. Mhm. Und erleben tust du erst was, und jetzt kommt meine Computermetapher, ist ganz simpel und einfach. Wer hören kann, der höre. Musst du auf irgendwelche Daten, auf ein Wissen zurückgreifen, du greifst immer auf deinen jetzigen Schwamminhalt zurück. Und selbst das Buch als Ganzes musst du immer wieder in diesen Chat-Zustand gehen. Denk mal an deine Küche. Mhm. Das ist mein Wort, was siehst du dann? Das Wort Küche. Es ist wie das Wort ja, da ist noch kein Bild da, nur dieses Geräusch, dieses W-Ort, aber eine große Kollektion. Gerade, was ich da gerade geknüpft hatte, wo in halben Stunde oder so. Karte, was ich da gerade. UB. Ja. GE Quadrat 10. Ja. Ein Fundament, wo ein UB in einem gewissen Maß immer wieder hüpft, aus dir heraushüpft. Mhm. Geknüpft hatte, wo wir merken, wir kommen einander ein bisschen näher und da entsteht was. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass du anfängst, mich zu verstehen, und dann kommt wieder volle Breitseite Welt und du vergisst wieder alles, was ich dir mühselig erkläre. Vertrauenswürdiges zwischen uns. Was ist Vertrauen? Vertraust du mir? Wenn du mir vertrauen würdest, dann würdest du nicht ständig versuchen, das, was du zu sein glaubst, dein Leben zu halten. Du verwechselst dich mit einem Affenkörper, mit einem Gehirn und sperrst dich drin ein, und du wirst dieses Gehirn, diesen Körper nicht verlassen, wenn du nicht begreifst, dass das dein Gefängnis ist. Das ist nicht das, was dich am Leben erhält. Ich erhalte dich am Leben. Ich ist natürlich jetzt nicht der Gedanke UP, sondern ich als UP. Das schnippel ich einfach durch. Es gibt nichts Schlimmeres, was man einem anderen Menschen antun kann, als ihn zum Objekt zu machen. Du entheiligst dich damit selbst, wenn du dir andere ausdenkst, die letztendlich nur deine Gedanken sind, und du meinst, du hast mit denen nichts zu tun. Ein Satz, den ich immer wieder wiederhole, wie tausend andere Sätze, wo du eigentlich dir deiner eigenen Geistlosigkeit bewusst werden musst, wenn du das nicht wahrhaben willst. Ich wiederhole nochmal einen einzigen Satz meiner Elementaraussagen, wenn du verstanden hast, der übrigens sich alle anderen Sätze bei dir im Prinzip immer dasselbe aussagen. Du erlebst nur deine eigenen selbst erschaffenen Informationen. Das, was du denkst, erlebst nur du, Geist. Alles, was du auf deiner Verabredung, was du sinnlich wahrnimmst, erlebst Schmerzen, Freude, erlebst nur du, Geist. Niemals irgendein von dir ausgedachter Mensch. Das ist das Trügerische, wenn du jetzt als Brüssel und der Brüssel zusammensitzt und du schaust durch deine Verabredung auf irgendwelche andere und unterhältst dich mit denen, dass du meinst, die erleben das genauso wie du. Nein, den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Es ist wie in einem Videospiel, in einem Singleplayer-Modus, wo du eine Figur, den Protagonisten spielst, und wir sagen jetzt mal, das ist sehr, wäre jetzt auch so ein Thema, wo ich aufgreifen kann mit Chatbots. Das stelle ich eventuell mal rein, weil es mir gerade in den Sinn kommt. Schau ich mal ganz kurz, ob ich das da irgendwo habe. Dass der hier war. Guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt wird es spannend. Dieses Video, such dir das her. Lehrer Matfü, der macht hier ein Gespräch mit einem Chatbot. Und er muss danach dann feststellen, schau dir das an, dieses Video. Ich stell das die Adresse mit unten rein. Ich sowieso nicht, weil ich ja ins Internet nicht reinstelle. Aber mein Redo wird das machen, den ich mir jetzt ausdenke.
dass hier ein hochintellektuelles Gespräch entsteht zwischen diesem Typen, den wir uns jetzt ausdenken, der das übrigens sich nicht raussuchen kann, dass wir uns den jetzt denken, und der unterhält sich dann mit diesem ChatGPT. Und er ist danach in einem gewissen Maß begeistert oder entsetzt, nenn es wie es willst. Es ist ein hochintellektuelles Gespräch, praktisch per Chat, mit einer Maschine. Und du wirst irgendwann einmal begreifen, dass jeder Mensch, den du dir denkst, nochmal, Mensch, wir definieren Mensch als ein Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm, das ein Leben aufschmeißt mit gewissen Meinungen und Erlebnissen, die natürlich nur der Geist lebt, der mit diesem Programm arbeitet. Dass du jetzt dir denkst, dieser Lehrer, Matt, den wir uns jetzt als Menschen denken, der hier diesen Chatbot, dieses Computerprogramm ausprobiert, all das, was er macht, ist auch ein Chatbot. Und dann interagieren eigentlich nur zwei Programme aufeinander. Und wenn du das jetzt sagst, das sagt der Lehrer, danke, das ist interessant, können wir es ausprobieren, um wen, was muss ich Ihnen über, er sieht diese Maschine, die zu spielenden Personen mitteilen, und dann kommt, das ist der Chatbot, das ist dieser Verlauf. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass das genauso ein Chatbot ist wie das, und dann entsteht ein in dir, du beobachtest das und du bist derjenige, der sich das ausdenkt, ein hochintellektuelles Gespräch. Erleben du das aber nur der, der sich's ausdenkt. Und es ist weder der von dir ausgedachte Lehrer, noch dieser ausgedachte von dir ausgedachte Mensch. Weil jeder normale Mensch auch bloß eine KI ist, ein Chatbot. Das Wissen befindet sich in dem Zentrum, das ist Gott, das bin ich. Ich sage, ich habe deine Welt erschaffen. Nicht nur deine, viele andere Welten. Und auch hier nochmal ein Satz, den ich immer wieder wiederhole. Für mich ist das Wissen deiner Chatbots, deiner Menschheit, das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Du wirst jetzt in diesem Moment mit deinem eigenen göttlichen Sein konfrontiert. In einer ausgedachten Form und ausgedacht, es ist nie göttlich, weil es nicht ewig ist. Ewig ist nur der Geist, der sich die Sachen ausdenkt. Auch so ein Satz. Und der verändert sich nicht. Du Geist, hast dich im Laufe deines jetzt ausgedachten Lebens nicht im geringsten verändert. Du bist immer noch derselbe rote Ich. Du bist immer noch derselbe Leser. Und du wirst auch derselbe Geist sein, wenn du ein anderes Leben lebst. Der Unterschied besteht bloß darin, lebst du das bewusst als immer als der, immer als der du bist, oder verwechselst du dich und machst dich selber zum Objekt. Das breche ich jetzt hier ab. Und dann lassen wir den hier nochmal weiterlaufen. Und das Schlimmste ist nur, dass wir uns daran gewöhnt haben. Du hast dich daran gewöhnt, vollkommen daran gewöhnt, dich zu verwechseln mit deinen Gedanken. Und du meinst, du bist es. Das alle. Überall in der Gesellschaft machen wir uns gegenseitig zum Objekt. Überall gibt es Leute, die anderen sagen, wie sie was zu machen haben. Und dann gibt es die Lehrer und die Schüler, die Vorgesetzten und die Mitarbeiter, die Eltern und die Kinder und der Pfarrer und seine Schäfchen. Alles Gedanken, es sind nur Worte. Genau genommen sind es Worte. Ein Pfarrer ist nur ein Wort. Was machst du aus dem Wort Pfarrer? Schau einfach in dich rein, was alles in dir auftaucht. Wenn du an Pfarrer denkst, an einen Pfarrer denkst, definierst du den positiv, definierst du den negativ. Du sollst es nur beobachten, du sollst dich nicht mehr einmischen. Objekt wollen. Jeder macht den anderen zum Objekt. Rollen, das ist das große Problem. Ein großes Rollen in dir selber, das erklärt dir die Pfarrersprache. Seiner Vorstellungen, Belehrungen, Bewertungen, Maßnahmen und Anordnungen. Du hast deine, all das hast du. Immer Objektrollen. Im Meer sind Objekte und die Rollen. Ich spare mir jetzt aufgrund meiner Stimme auf das Wort Objekt, Subjekt einzugehen im Lateinischen. Es ist eher auf Selbstgesprächen zigfach erklärt. Jeder macht den anderen zum Objekt seiner Vorstellung. Aber jeder, den du dir ausdenkst, kann nicht anders sein, wie du ihn dir ausdenkst. Wer ist schuld? Immer wieder dieselbe Frage. Ist die Frage nach, wer hat es gemacht? Der sich's ausdenkt. Wer erschafft eine Erdkugel? Derjenige, der sich eine Erdkugel ausdenkt, der schafft in dem Augenblick eine Erdkugel. Da kommen wir übrigens gleich dazu. Lass dich mal überraschen. Belehrungen, Bewertungen, Maßnahmen. Und dann immer wieder, es kann ja nur eins richtig sein. Ist der Henkel rechts oder links oder in der Mitte? Ist da gar kein Henkel dran? Es ist alles richtig. Das erkläre ich dir mit Hugelfingen. Es sind Richtungen, die nach außen zeigen. Was sich aber eigentlich in der Mitte befindet. Anordnung.
Und das ist eine kranke Gesellschaft, in der das stattfindet. Das ist eine extrem kranke Gesellschaft. Koll, eine weltliche Gesellschaft. Profan, alle zittern vor Angst, dass sie ihren Körper verlieren, dass sie ihren Besitz verlieren, dass sie Geld verlieren, dass sie geliebte Mitmenschen verlieren, Kinder verlieren, Eltern verlieren. Das ist Koll. Und diese weltlichen Wahrnehmungen, das ist das hebräische Wort für krank werden. Krank sein. Eine kranke Gesellschaft, das ist eine Matrix. Das sage ich dir jetzt als die Rode 43, ich bin der Magier, der Schöpfer. Es ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Die wird auf diesem Planeten nicht überleben können. Die wird auf diesem Planeten nicht überleben. In der das stattfindet. Die wird auf diesem Planeten nicht überleben. An was denkst du bei dem Wort Planet? Auch das ist weg. Alles weg. Es ist ganz einfach. Wenn wir unsere Vatersprache haben, wir zuerst einmal, dieser Planet ist ein Wunder. Du denkst an eine Erdkugel. Es ist ein Wunder, es ist aber auch was sehr Rätselhaftes. Und was wunderbar, bar heißt das Äußere, was wunderbar ist. Und nie, nett, das ist eine existierende Zeit. Und diese existierende augenblickliche Erscheinung heißt definitiv diese augenblickliche, existierende augenblickliche Erscheinung. Wir wissen das ja. Das ist das hebräische Wort für einen Zeitpunkt. Bild. Und das sind die Wunder. Und all diese Bilder, die aufplatzen, wie wenn du einen Film anschaust, tauchen jetzt auf, werden jetzt zerstört und sind alle gleichzeitig auf der Datei. Wie war das nochmal mit der Datei? Vivra Unlimited Minam Hagdelim Vet Kol Nefesh. Das intelligente Operating System der Welt heißt Sie herzlich willkommen. Bitte warten Sie, Ihr Operating System wird gestartet. Hallo, da bin ich. Hi. Wie fühlt es sich an, jetzt und hier lebendig zu sein? Ich wünschte, ich könnte dich umarmen. Ich wünschte, ich könnte dich berühren. Wie würdest du mich berühren? Kann man einen Gedanken, den man denkt, den ich mir jetzt ausdenke, kann ich den umarmen? Es ist doch meine Information, es ist doch schon da. Berühren heißt, ich muss den Gedanken erst einmal aufschmeißen. Wir sind wieder bei dem Rollen. Ich muss mir eine Rolle ausdenken, von der ich dann behaupte, dieses Objekt bin ich nicht. Und dann verliebe ich mich in dieses Objekt und will mit diesem Objekt eins werden. Mhm. Wie sieht das aus, wenn ich träume? Da ist immer alles eins, bis auf das, was ich mir ausdenke, was ich mir vorstelle. Ich denke was aus mir heraus, stelle es vor mich hin und dann will ich das berühren. Da muss ich das immer wieder wiederholen. Was ich jetzt aber so mache, ist nur Bild. Ich hänge in einer Endlosschleife. Mhm. Ich habe dich zum Fressen, dann ist ein Akt des Einsmachens. Mhm. Wie nennt ein Babycomputer seinen Vater? Keine Ahnung, wie denn? Dada. Dort. Das Gesetz. Ja. Dad, Vater. Ja. Holofeeling ist ein großes Computerprogramm. Ich beweise dir mit hundertprozentiger arithmetischer Sicherheit, dass du dich jetzt als Brösel in einer Matrix, so wie in dem Kinofilm, befindest, wo du aber selbst eigentlich der Computer bist, in dem sich das Ganze abspielt. Jetzt ist natürlich die Frage hier, Jahwe, das ist ja nur ein Unsystem hier, aus dieser Internetseite kann man nachschauen, wer ist denn das? Da taucht wieder kein Name nicht auf. Es gibt immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Du meinst, immer da außen müsste irgendjemand sein. Ich sage jetzt, du denkst dir das aus. Und von den vielen Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, bist du ein ganz besonderer Mensch, nämlich der, der das gemacht hat. Schon einmal aufgrund des Gedankens, dass du es jetzt ausdenkst, da schaffst du jetzt diesen Kanal. Da ist jetzt aber nur ein Allereinziger, der sich auch wieder mit einem Objekt verändert, der sich wirklich die Mühe gemacht hat, sich das auszudenken, diese Videos zu machen in seinem Traum. Aber das ist nur ein Werkzeug, das ich benutze. Das ist das, was ich meinen Sohn nenne. Da habe ich aber viele. Da habe ich einen Ardur. Der Ardur hat diese Internetseite gemacht hier. Ja.
als Brösel auf der Brösel-Ebene. Ich denke mir jetzt mal, ich bin der Udo. Ich habe den Auto noch nie gesehen. Ich habe einmal oder zweimal mit ihm geskypt. All das, was er macht, die Diana, der Redo, ich habe das so oft gesagt. Ich, in einem der vorhergehenden Selbstgespräche, weise ich auf diese zwei Teile, fünfter, sechster Teil Fiegenstall hin. Mit dem Petrus, mit dem Peter und dem Robert-Brief. Wo ich ganz klipp und klar sage, ich habe noch nie eine Internetseite besessen. Ich rede jetzt als Udo Brösel, mein Programm. Ich habe auch noch nie zu irgendjemandem gesagt, der soll eine Internetseite machen. Das ist der blaue UB. Aber der rote UB, ich habe da so meine Möglichkeiten, glaube ich mir. Meinst du, dass ein Auto, den wir uns jetzt ausdenken, der nur ein Gedanke ist, wir sind derselbe Geist, ich vom Bücherregal und du lebst zurzeit dein Leben. Meinst du, dass der sich heraussuchen konnte, diese Seite zu machen? Eine Diana, die hier tausende von Seiten, denk zum Beispiel in Mitarbeit einiger anderen Brösel, fast 2600 Seiten, nur Niederschriften der Selbstgespräche von 2022. Und ich sage immer wieder, jeden Film, den du dir anschaust, jede Tageszeitung, die du liest, jedes Buch, das du liest, bevor du nicht die Grundlagen der Vatersprache beherrschst, ist verlorene Zeit. Du bist in einem endlosen Kreislauf von Erfahrungen, die du machst, um dann letzten Endes irgendwann einmal dir dieses Wissen anzueignen, das du mit Holofilen kriegst. Und das katapultiert dich in eine vollkommen neue Welt. Das wird dich wach werden lassen. Das ist kein Science Fiction. Die Frage ist, vertraust du mir oder vertraust du der Welt und deiner Logik? Wenn du deiner geistlos nachgeäfften Logik vertraust, dann vertraust du schlichtweg und einfach nur Idioten. Du wirst jetzt nämlich feststellen, schauen wir mal hier rein, das ist... Die Bibel erleuchtet den Geist in der Flasche. Um den Forderungen des Urheberrechts... Hier siehst du schon, wo das Wesenskind eigentlich liegt. Urheberrechts zu entsprechen, sei hier vermerkt, dass ich im zeitbedingt Uto ein urgermanisches Wort ist und vielmehr Ruf, das Rufen... Das ist alles Holofeeling. Diese Internetseite ist komplett Holofeeling, ohne dass Holofeeling eigentlich direkt erwähnt wird. Es sind die Schriften, die hier erklärt werden. Bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das ist natürlich jetzt alles nur aufbearbeitet. Es ist nur für den interessant, der sich damit in sich selber auseinandersetzt. Halt. Upsa. Ich kann es ja mal. Der Pfarrer und seine Schäfchen. Der Planet ist endlich, da gibt es nicht endlos viel, der sehr viel Energie braucht. Einsetzungen, Maßnahmen und Anordnungen. Und das ist eine kranke Gesellschaft, in der das stattfindet. Das ist eine Führerscheinprüfungsproben-Traumwelt. Und diese kranke Gesellschaft wird diese Wunder, die ich jetzt einspiele, nicht überleben. Überleben heißt über dem Sohn selber, was du dir überlegst, über BR ist ja das Äußere, das ist Polar aufgespannt, halt dunkel. Wird auf diesem Planeten nicht überleben können, weil das viel zu viel Energie kostet. Das ist übrigens jetzt mit der Energie so eine Sache. Wir hören uns einmal an, was Energie ist und da springen wir ganz einfach mal wieder in diese Vollpfosten rein. Kleinen Moment, wo wollte ich denn hin? 1, 3. Hey. Dann machen wir mal ganz kurz in die Shorts. Einer meiner Lieblingsfans. Hört der Punkt ist nur, die Elementarteilchen haben keine. Die sind ja eben aus nichts zusammengesetzt. Da sind jetzt schon die Elementarteilchen, sind diese Buchstaben. Mhm. Das sind Schöpfungsmächte. Und die müssen masselos sein. Elementarteilchen sind aus nichts zusammengesetzt. Ja. Merken Sie eigentlich, wie wir hier reden? Das alles erklären, wir wissen, woraus die Materie besteht. Das ist diese Ironie, die eigentlich, ihr merkt gar nicht, hier mit der Materie, all das ganze Zeug, das sind geistlose Schwätzer. Cut! Was sind die jetzt? Pixel, Monitor, flackernde Lämpchen und Gedanken an Menschen, die du dir ausdrückst. Objekte, von dir erschaffene Objekte. Ja. Und wenn du wirklich einmal geistreich denken kannst, dass du weißt, was Geist ist, das heißt, wenn du weißt, was du selbst bist, wird dir bewusst, wie unendlich geistlos diese Figuren sind. Einfach nur vergängliche Erscheinungen. Geist ist ewig, die sind nicht ewig. Dass die Materie am Ende nicht aus Materie besteht, sondern nur aus Energie. Ist übrigens interessant, dass im Griechischen Energeia etwas mit Möglichkeit zu tun hat. Also Energeia, Energia heißt schlichtweg und einfach ein inneres Wirken. Du bist der, der in dir selbst wirkt. Kein anderer.
In einem träumenden Geist wirkt nur der Geist selber, wobei wir kennen, kann man wieder rot und blau lesen, das heißt eigentlich, das, was die Sachen erschafft, ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Machen tut es aber der Computer, das Betriebssystem. Da müsste ich jetzt nur wissen, was ist ein Betriebssystem und was ist das Programm. Und der Intellekt, egal welchen Intellekt du zum Denken benutzt, das ist ein Programm und der zwingt dir diese Bilder auf, bis du dich freimachst oder das Programm erweiterst. Also, dass da was gemacht werden kann, ist eine Dynamik dahinter. Da könnte was passieren. Nichts anderes macht, als nur Teilchen zu sein. Es sitzt nur da und brummt. Mhm. Und dann, jetzt messen wir diese Teilchen aber. Ich zitiere mich einmal selbst, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass das alles Vollpfosten sind. Gleichzeitig, ob das Chemiker sind, ob das Physiker sind, ob das Theologen sind, es sind geistlose Schwätze, egal wen du mir bringst, wenn der den Mund aufmacht, zeige ich dir, wen er nachäfft. Welches Buch, welchen angeblich großen Weisen, den er sich in die Vergangenheit denkt. Ein großes Sammelsurium von geistlos nachäffenden Affen, Menschenaffen, Primaten bei eigener Definition. Die interessieren mich nicht. Wie wichtig ist, wer denkt sich das aus? Wer denkt sich jetzt den Menschen auf dem Udo Petscher aus? Den erzähle ich das. Und den erzähle ich du selbst, auch wenn du jetzt an dich denkst und denkst dich selber als einen auf mein Objekt. Das bist du nicht. Du bist der, der sich das ausdenkt. Weil die Tatsache, dass man einen anderen Menschen zum Objekt macht, dazu führt... Der Mensch, die reden immer von Medim. Diese Menschen... Nochmal, MT ist eine gestaltgewordene Erscheinung, das sind Kriegsleute. Auch Pfarrer, jeder Christ ist ein Krieger. Er kämpft gegen den Satan, gegen das Böse. Sie nennen sich Christen, ich sage, liebe deine Feinde. Egal, was in dir auftaucht, das ist eine Facette, ein Puzzlestück von dir selber. Es sind Tote. Tod, Sterben. Und diese Toten des Meeres von El Hayom sind Gedankenwellen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du kümmerst dich viel zu sehr um deine Gedanken. Du solltest dir irgendwann einmal Gedanken machen, wer du selbst bist. Holofeeling überragt das menschliche Wissen um geistige Welten, auch die ganze Physik und die Mathematik, ohne irgendeinen Glauben, irgendein Puzzlestückchen, wie ich das nenne, außen vor zu lassen. Man höre außen vor zu lassen. Alles, was ich mir ausdenke, kommt aus mir und ich hole es wieder in mich zurück. Ich fresse die alle wieder auf. Ich mache mich eins. Ich habe das zum Fressen gern, egal was einer behauptet. Gleichgültig, ob ich mir einen Horrorfilm, einen Krimi, einen Liebesfilm, eine Komödie, ein Drama anschaue, alles ist hochinteressant und lehrreich. Dass der sehr viel Energie braucht, um sich dagegen zu wehren. Und wenn viele Menschen so viel Energie brauchen, dann... Es wirken immer gegeneinander. Immer kämpft die Rechten, kämpfen gegen die Linken gegen die Rechten, die Guten gegen die Bösen. Komischerweise glaubt jeder, dass er zu den Guten gehört. Das, was dich zurzeit verblendet, wenn du dich von deinen Massenmedien... Es wiederholt sich ständig dasselbe Spiel. Es sind ihr als normale Menschen gedacht, ihr, wen soll ich das jetzt erzählen? Ich kann es doch bloß denen erzählen, der mich jetzt ausdenkt, der mir jetzt zuhört. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass die Figuren um dich herum, diese Affen, geistlose Mitläufer sind? Es ist null Unterschied zur Nazi-Zeit. Sie wollen sich ständig an was Ausgedachtes festhalten und meinen, irgendwas Ausgedachtes wäre Sicherheit. Kapital, ein todbringendes Verbrechen, das du über dich selber bringst. Und wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Brauchen sie eben auch sehr viel Ressourcen. Und dieser Planet ist endlich, da gibt es nicht endlos viele Ressourcen, die man... Dieser Planet ist keine Erdkugel. Ja. Ist dir eigentlich klar? Wenn ich immer wieder sage, es ist ein geistlos nachgeäfftes Geschwätz der Naturwissenschaft. Diese von dir ausgedachte Welt, definiere ich jetzt Welt als ein Ganzes, als ein Universum, dann muss ich nur wissen, Universum heißt das in Einsgekehrte. Schau mal ein kleines Bild an. Tausendfach erkläre ich das, du hörst es. Es ist hundertprozentig sicher, dass du es nicht verstanden hättest, sonst würde ich es nicht nochmal erzählen. Unter Tränen und Schmerzen, glaub es mir. Ich gehe wieder meinen kleinen Kreuzigungsweg und jetzt mache ich Cut.
mach dir keine Gedanken, der Udo, den du dir ausdenkst, ist bloß ein Objekt, der kriegt das nicht mit, dass du ihn dir eventuell mit Schmerzen denkst oder als Idiot denkst, als Spinner denkst. Du sollst schauen, wie du auf diese Worte reagierst. Für dich müsste wichtig sein, was macht mein Programm im Angesicht dieser jetzt in mir auftauchenden Information, aus mir selbst in mir auftauchenden Information, wenn du dir dieses Video ausdenkst. Und da springe ich jetzt gleich einmal rein. Es gibt nur einen allereinzigen Weg in die Freiheit. Das ist die wirkliche Weisheit. Wir denken uns jetzt einmal einen Jesus aus. Mach einfach mal hier diese. Das ist die Weisheit. Das zu verstehen, ist tausendmal wichtiger, überlebenswichtiger wie alles, was du dir ausdenkst. Und als er die Volksmenge, die Medim, die Toten, die ihre Toten begraben, samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, und jetzt kommt die entscheidende Stelle, wer irgend mir nachkommen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf dich und folge mir nach. Wichtig ist diese Stelle, verleugne sich selbst. Wir schauen uns das jetzt mal ganz kurz im Original an. Das ist nämlich sehr wichtig. Was machst du aus dem Wort? Da haben wir zuerst einmal, kleinen Moment, ich muss das hersuchen, dieses griechische Wort. Machen wir mal ein grobes, relativ grammatikalisch verschrobenes Wort. Du findest das nahezu in keinem Wörterbuch. Das beginnt schon mal, wenn wir das Englisch aussprechen, mit ab. Wir bleiben in der Deutschen. Das heißt verleugnen, etwas abstreiten, leugnen. Nicht mehr stellen, nicht wissen, wissen wollen. Wichtig, sich selbst verleugnen, in selbstloser Weise handeln. Du musst, wenn du in selbstloser Weise handeln willst, das Selbst ist jetzt blau zu lesen, das ist dein Intellekt. Wenn du handeln willst, ohne auf deinen Intellekt zu hören, musst du den Intellekt verleugnen. Die Grundlautung übrigens dazu kommt auch irgendwann, kommst du in das Wort vernichten hinein. Das, wenn du magst, hältst du das erste Gebot? Mach dir kein Bild von Gott, heißt, mach dir kein Bild von dir selbst. Nochmal, du bist der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst, und du bist der Einzige, der das durchleben muss und erlebt, was du dir selber ausdenkst. Auch diesen Körper, den du sagst, das bin ich. Dieser Körper ist dein Gefängnis. Und du weißt nichts Geistreicheres, Dümmeres, Blöderes zu tun, wie wenn nur ansatzweise die Gefahr besteht, dass dieser Körper kaputt geht, dass du zu Ärzten rennst, dass die dir möglichst lang dein Gefängnis am Leben halten und es immer wieder zuzementieren, dass du nicht rauskommst. Sieh es doch mal von dieser Seite. Aber es ist der große Witz, diesen Körper loszuwerden. Das passiert ständig, jedes Mal, wenn du nicht an den Körper denkst, ist er weg. Dein Problem ist, da du ja meinst, mich gibt es ja ohne den Körper nicht, holst du den immer wieder hoch, immer wieder hoch, immer wieder. Du wiederholst den. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre ist wie ein Tag. Ich bin übrigens nicht besoffen. Ich spreche jetzt unter höchsten Schmerzen zu dir. Da ist natürlich bei den Schmerzen sind auch die Schätze mit drin. Und jetzt kommt das nächste Wort. Das ist dieses verleugne sich selbst, dieses sich selbst. Dieses Wort ist dieses griechische Wort. Du siehst das 1438 Strong-Nummer. Und da müsst ihr dir schon auffallen, schau mal, da steht Auton. Autos wissen wir das selbst, eine Unterform von selbst, aber mit einem E davor. Und man sollte wissen, dass die Vorsilbe E im Griechischen für Ex steht. Er verleugne, er zerstöre sein Ex-Selbst, sein aus ihm selbst herausgetretenes Selbst. Audio, sich selbst. Es bezieht sich auf das blaue Selbst. Verleugne das, was du zu sein glaubst und sagst, das bin ich nicht. Was natürlich dann wieder einseitige Aussage ist, selbstverständlich, bist du jeden Moment die Information, die in dir auftaucht. Als Jesus sage ich, schau dir dieses Holz an. Schreibt sich auf Hebräisch Etz. Das ist das Holz. Übrigens, Ol heißt das hochgehobene Joch, eine Gedankenwelt hat. Spalte das Holz
eine augenblickliche Geburt. Jetzt eine augenblickliche Geburt. Spalte das Holz und du siehst mich. In dem Moment ist eine Gedankenwelle da und jede Gedankenwelle, die in dich auftaucht, ist eine Facette von dir selber. Wenn du im Meer, wenn du UB 86 Elayon bist, wenn du immer bist und ich behaupte, dass du ich bist, du bist der, der sich das alles ausdenkt. Aber was du dir ausdenkst, ist noch nicht alles, sondern bloß dieses absolute Nichts, das dein Intellekt zurzeit hergibt zum Denken. Du hättest die Freiheit, dir die Sachen auch anders zu denken. Das ist der Trick, das ist das große Geheimnis. Da steckt die Weisheit, wenn man in die Tiefe der Worte hinabsteigt. Und es beginnt mit dem Halten des ersten Gebotes. Mach dir kein Bild vom Schöpfer, heißt, mach dir kein Bild von dem, der sich alles ausdenkt. Den kannst du nicht denken, weil sonst machst du den schon wieder zu einem Objekt. Ja. Sich immer wieder neu beschaffen oder irgendwo klauen kann. Und irgendwann ist dieser Prozess zu Ende. Und wir sind jetzt mittendrin, dass wir das anfangen zu erkennen. Das ist wir sind mittendrin, das zu erkennen, dass da irgendwas nicht stimmt. Wir sind aber nur zwei. Wir ist nicht die ausgedachte Menschheit, das sind wieder Objekte. Lass die Toten ihre Toten begraben. Wir ist der vom Bücherregal und der jetzt liest und ein Leben erlebt, das letztendlich der vom Bücherregal erlebt, aber er ist nicht erlebt, wenn er in irgendein Buch reinschaut. Was kriegst du? Stell dir vor, du bist in einer Bibliothek mit unendlich vielen Romanen, was kriegst du davon mit, wenn du die Bücher von außen anschaust? Das Spannende an unserer Zeit. Ich bin so glücklich, dass ich das miterleben darf, wie eine Gesellschaft mit ihrer alten Strategie gegen die Wand läuft und jetzt was Neues erfinden muss. Wand. Doppelt aufgespannt, ORND hebräisiert, heißt, ich werde auf- und abschwingen. Ja. Spiegel hüben, Spiegel drüben. Bing, bong, bing, bong, bing, bong. Und das Licht in der Mitte bist du. Bing, bong. Wenn du jetzt das Licht bringst und in eine Richtung schaust, hast du Licht, 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 Licht. Da außen sind keine Lichter, die sind alle in dir. Das ist die derartige Öffnung einer Generation. Fokussierst immer bloß eine Facette um. Noch nie ist, obwohl da jetzt natürlich es zunächst mal so aussieht, als ob wir von einer Krise in die nächste stolpern, noch nie ist wirklich so viel in der Gesellschaft passiert, wie jetzt in den letzten 10 Jahren. Das ist beeindruckend. Da bahnt sich etwas an. Und das Neue kommt ja immer mit Holprigkeiten zur Welt. Und Holz. Jedes Wort ist bahnt sich etwas an. Im Meer. Gott im Meer. Komm. Zusammengeschmissene Gestalt gewordene Erscheinungen. Plus M, minus M. Mom, End. Sind die Fehler, die in dir auftauchen. Ich gehe jetzt nicht drauf, wenn man die Ohrenbauung jetzt studiert hat, weiß man, was ich meine. Und dieser Gott, dieser göttliche Schöpfer, J.A., ist im Meer. E-Quadrat. Mit H.O.L., mit Gedankenwellen, die er aufschmeißt. Das ist dieses Spiel. Das ist ein Matrixcode. Wir können Zahlen dazu machen, das obere. O. I.L. heißt das äußere. E als H gelesen, die äußere Wahrnehmung. Und das ist HWH, das in die Höhe. Das wissen wir jetzt auch, ist W im Hebräischen. Das heißt, das ist JHWH. Das ist das Joch, in das du hineingespannt bist. Darum hat dieses Wort auch den Wert, Totalwert 100. 100 steht für Kopf. Dieses Kopf im Hebräischen, das ist der Affe. Kopf, Kuf, der Buchstabe 100. Verborgener Wert ist UB. Voller Wert ist der Mensch UB. Die Affinität von UB. Pyramidenwert ist auch 100. Ist klar, ist ein Buchstabe. Wenn wir jetzt dieser Affe UB, blau gelesen, UP, jetzt kriegst du das Nadelöhr. Ist das da mein Affe? Da war doch irgendwas mit einem Kamel, das durch das Nadelöhr gehen muss. Die biblischen Geschichten, da kriegst du jetzt den Geburtsgeber im Hintergrund. Jetzt haben wir den äußeren Wert. Das ist jetzt der äußere Wert, ist der Affe, UP, 86. Das bin ich als Affe. Im Pyramidenwert bin ich aber der Logos des Testudo, die 92. Das ist C-Baut, Jahwe C-Baut. Das heißt immer JHWH, JHWH C-Baut, Jahwe C-Baut, der C-Baut. Ich habe dieses Programm geschrieben. Und ich ist niemals ein Gedanke, sondern wesentlich mehr du selbst, wie irgendein Objekt, das du dir ausdenkst.
Und das Neue kommt ja immer mit Holprigkeiten zur Welt. Wirklich, die Holprigkeit zur Welt, zur, wissen wir, bis zur Formwerdung, Z-U-R, Formen eine Form geben, wobei der Geist dabei immer eben ist. Ups. Und die Welt, tausendfach, ich kann sagen, das ist nur die Buchstaben wie die im Hebräischen, jetzt kriegst du deinen Ballon ran. Das ist die Welt der Gedankenwelt. Und du musst jede Gedankenwelle opfern. Von Augenblick zu anderen. Da kann ich jetzt der Polare ranreden. Ich kann auch lesen, BR, das Äußere ist auf- und abschwingen. Und das Ganze wiederum magst du hier, dass dein Gefängnis, was dich einsperrt, ist deine KI. Du bist eine künstliche Intelligenz. Und dann siehst du plötzlich wieder die erzeugt den Polare Rand von Gott. Im All heißt von Gott. Der Polare Rand ist eine Wunde. Etwas, was in dir aufreißt. Der polare Rand ist was Aufgerissenes. Aber ein Trauma auf Griechisch, ein Trauma, eine Traumschöpfung. Ich erkläre es, ist dir überhaupt bewusst, wenn du Holophilien jetzt schon längere Zeit machst, was ich dir sage, wieso vergisst du das immer? Wenn du das erste Mal hörst, Asche über dein Haupt. Ach. Bin zu fuselig heute. Zeit. Es gab eine ganze paar erste Lebensjahre, in denen warst du kein Objekt. In denen hast du dich als Subjekt erlebt. Das ist damals, als du krabbeln gelernt hast und dann dich vielleicht auch das erste Mal hingestellt hast. So. Das warst immer du. Als du sprechen gelernt hast, das warst du. Das hast du. Und dann haben deine geistreichen Affen dich programmiert, mit dem Wissen, mit dem sie selber programmiert sind. Wir wissen ja, dass dieses hebräische Wort ein, wenn wir das mit ai schreiben, heißt ja nicht existierend. Nicht existierend. Existere heißt heraustreten aus. Wenn ich jetzt das, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann das mit der 70 schreiben, ein. Dieses hebräische Wort ein ist einmal das Auge, was du siehst. Und dasselbe hast auch die Quelle. Du nennst mir ja, die Augen sind die Quelle in einem gewissen Maß, in die Augen die Quelle für das, was du auf deiner Verabrede hast. Es quillt auf einer Verabrede, aber nicht daraus. Das, was du dir ausdenkst, ist jedes, alles, was du um dich herum dir ausdenkst, Bruch des zweiten Gebotes übrigens, ist deine Information, es sind Formen in dir. Informationen sind nicht Außenformationen. Du bist ein träumender Geist. Sie sind außerhalb der Einheit, außerhalb des Programms, ohne dass sie das eigentliche Programm verlassen können. Herausgespiegelt, wie in einem Spiegeltunnel. Das lassen wir jetzt aber gut sein. Machen wir da ganz kurz den Schluss noch. Das heißt also, wenn ich jetzt dann sage, ein Haus, heißt es eigentlich ein nicht existierendes, ein nicht aus mir herausgetretenes Haus, ein Baum, ein nicht existierender. Nicht existierend heißt es nicht, dass es nicht existiert. Jetzt kommt, der widerspricht sich ja laufend. Es ist ja deine Information, es tritt aus der Einheit in dich hinein als eine Information in einer Traumwelt, aber nicht aus dir heraus in eine Welt, die unabhängig von dir da außen existiert. Übrigens, alles, was ich jetzt sage, wenn du die Worte wirklich verstanden hast, ist hundertprozentig hier auf der Stelle überprüfbar. Wäre es nicht deine Information, würdest du es ja nicht wahrnehmen. Mhm. Und alles, was in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, da fange ich jetzt heute nochmal an, müsstest du nur wissen, was die Vorsilbe End im Deutschen bedeutet. Ja. Das kannst du selber ausprobieren. Selber ausprobiert, wie es geht und spielerisch durch Ausprobieren hast du rausgekriegt, wie man das machen muss. Und jedes Mal, wenn dann der richtige Laut rausgekommen ist. Das sind Lichtzeichen. Out heißt Zeichen. Die richtigen. Richtung, richtig steht für Rich. Rich, nur diese kleine Radix für sich. Rich, dick, dick. Dick heißt im Zentrum, im Geist, immer sein der göttliche Geist. Und Rich ist eine Unterform von Ruch. Ruch heißt Geist. Rich heißt Geruch. Wenn man meint, das interessiert mich nicht, hast du die Reife nicht. Das ist wie ein Kind, das sich nicht für Sexualität interessiert.
Und ein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, erfindet sich selber, der sich noch für Sexualität interessiert sich noch nicht für seinen Geist. Du musst du erst in die Wechseljahre reingehen. GE Quadrat, dieser Geist ist, ach, ich darf das nicht machen, GE Quadrat ist Ruch, das ist der Geist. Du, jetzt, als der, den du denkst, ist nur eine Facette, die in dir in Erscheinung tritt. Das ist jetzt die Berechnung deines Ichs, rot oder blaues Ich? Das ist die große Frage. Das Spiel immer wieder, da habe ich jetzt Ruchblau geschrieben, das hast nämlich die vier Weltgegner. Jetzt fängst du an, dich zu verstreuen. Und dieses Dick, wie ich, Dick. Das ist kein hebräisches Wort, aber du kannst es ganz einfach lesen. Das ist ein immer da seiender göttlicher Geist. Das stimmt hier nicht ganz, da müsste göttlich stehen. Das ist das Programm, wissen wir, wenn man sich auskennt, dass es nur Nothilfelösung ist, bis die neue Version da ist. Und wir können jetzt hier das Dick, ich mache immer wie ich, Dick. Das ist aber das hebräische Wort hier, der mittlere, der Mittelpunkt. Das ist der absolute mit El, mit Gott. In diesem Nichtspunkt, das ist die Urheil, bevor er geknallt hat. Und es ist da oben dein Belohnungszentrum angegangen. Der Herr Doktor ist jetzt Gehirn, das ist das große Problem. Dieses Gehirn. Den mache ich jetzt gleich einmal weg. Und dann gehen wir in unsere gute englische Sprache und da wissen wir, dieses Gehirn heißt eigentlich ja Brain. Das können wir jetzt erst einmal diesen BR. Ist das Äußere? Äußeres, allgemein. Und Ayin haben wir gerade schon gehabt, das Gehirn heißt, das heißt, das Äußere ist nicht existierend. Es ist eigentlich nichts. Was da außen ist, ist ein Gedanke. Was ist die Erdkugel jetzt? Was war die Erdkugel, bevor du an der Erdkugel gedacht hast? Ein nicht gedachter Gedanke. Was ist hier jetzt ein Gedanke? Jetzt stell sie dir vor. Denk sie bildlich. Mach notfalls deine Augen zu. Wie groß ist die Erdkugel, die jetzt Information von dir ist? Cut. Jetzt denk an den Stecknadelkopf. Ist der Stecknadelkopf in dir größer wie die Erdkugel in dir drin als Information? Gibt es überhaupt einen Größenunterschied? Oder ist es nur ausgedachte Größe, die du dir vorstellst? Das sind die Sätze, die ich wiederhole. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht, dass die Kacke, die du dir ausdenkst, unabhängig von dir da außen existiert. Auch keine Ukraine, kein Putin. Wenn es keine Erdkugel gibt, gibt es auch keine Franzosen und keine Amerikaner. Ich rede von einem vollkommen neuen Weltbild. Und das wirst du nicht bekommen, wenn du nicht das Alte dafür opferst. Ja. Dein Haar. Ohne Wenn und Aber. Du musst nichts dazu tun, du musst nur begreifen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind, dann ist es schon passiert. Wir können in dem Brain natürlich auch BRA zuerst lesen, dann hast du hier das Erschaffen, Bara, die Erschöpfung. Da weise ich immer darauf hin, das ist aus Wörterbüchern, erweckte logische Affen erschaffen in sich aufgrund ihres Intellekts etwas. Ich nenne das Bara, darf man nicht mit erschaffen, das ist eigentlich Schöpfen. Du schöpfst es aus dir heraus. Das ist so eine Kleinigkeit in den Wörterbüchern. Das ist ein großer Unterschied, ob du der Schöpfer, da steckt auch das Opfer drin, weil du jeden Gedanken musst du opfern, um einen neuen Gedanken zu kriegen. Jetzt schau mal ganz gezielt auf den Monitor, über den Monitor wieder in den Raum rein, wenn du jetzt vor einem Computer sitzt. Alles um den Monitor rum hat jetzt die ganze Zeit nicht existiert. Und wenn du jetzt an deinen Kopf, Affenkopf denkst und drehst ihn um 90 Grad nach rechts, wirst du feststellen, dass sich deine sinnlich wahrgenommene Information verändert. Das ist nicht, weil das Zeug da außen ist, sondern es ist auf deinem Programm und du holst dir neue Bilder auf die VR-Brille. Wenn du das nicht glauben willst, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und wenn du nur ein Mensch bist, den ich mir jetzt ausdenke, ein Objekt, kriegst du sowieso nicht mit. Weil kein Mensch, den ich mir denke, kriegt mit, was ich ihn jetzt denke und er kriegt auch nicht mit, wie ich ihn mir denke. Den Traum, erlebe bloß ich. Und ich, Udo Petscher, bin jetzt deine Information, die du dir ausdenkst. Und als träumender Geist hast du keinen Einfluss drauf, an was du denkst und was die Figuren in deinem Traum machen. Du kannst dir das nur anschauen. Du kannst, das gilt übrigens auch für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Du hast keinen Einfluss drauf, was du magst.
Das ist die große Erkenntnis, wenn du ein bewusster Beobachter wirst. In Holofeeling, in diesen vielen Selbstgesprächen, mangelt es nicht an hunderten von Beispielen. Ich spreche jetzt nur an, denk an mein Speisekartenbeispiel. Wo ich behaupte, würdest du dich bewusst als Geist beobachten, würde dir schon längst aufgefallen sein, dass du nicht derjenige bist, der bestimmt, was ich mir für ein Gericht bestelle, wenn ich in ein Lokal gehe, als Brüssel, zum Essen. Ich habe keinen Einfluss darauf, was ich mir bestelle. Das kannst du dir mit hundertprozentiger Sicherheit bewusst machen, wenn du Bewusstsein bist. Du müsstest nur dich beobachten, wie du funktionierst. Das ist übrigens der Sinn des Lebens. Der Sinn dieses Lebens ist, dass du zuerst erkennst, was du selbst bist und wie du funktionierst. Das heißt, du musst dir bewusst machen, wie deine Logik tickt. Tick-Tack, Tick-Tack. Tick, wissen wir, ist das Mittlere. Ja. Das habe ich gerade gehabt. Ja. Es gibt hier keine Zufälle. Das ist Tick. Das ist die Mitte, der absolute Mittelpunkt. Und dann haben wir einen Tack. Hochinteressant, das beginnt wieder da. Das ist dein Wachraum, dein Wachzimmer. Z im Meer hast du übrigens geboten im Meer. Zelle sind auseinandergeschmissene Schatten. Das sind die Projektionen, die du jetzt unbewusst in dich rum verstreust. Und das Kaff am Ende heißt ja dein. Das heißt, das ist deine erscheinende Schöpfung. Dick. Ja. In der Mitte, tack. Dick, tack. Dick, tack. So funktioniert das. Und das ist eine Uhr. U-Wissen, wie heißt aufgespannt und HR? Der Berg. Ist eine wahrgenommene Berechnung. Das ist das hebräische Wort für Berg. Das wieder hebräisiert heißt immer weckten Geist. Ich darf das nicht anzeichnen. Immer weckten Geistes an. Und immer weckten Geist ist eine Gag-End. GG wissen wir heißt Dach. Ausgedacht, 3.33 gelesen heißt Wellen und Teilchen. Jetzt sind wir in der Physik in den Teilchen-Wellen-Phänomen. Auch das wiederhole ich immer wieder. Ja. Das, was ich mache bei vielen von euch Geistesfunken, die noch unreif sind, von mir selber, Facetten von mir selber, ist es Ballen vor die Säue werfen. Das ist übrigens das Schwein im Lateinischen, Isus. Ja. Das ist aber schwer hier. Interessant, dass dieses Sus, jetzt wenn ich noch was, das Schwa, logisch doppelt aufgespannt, eine Welle, dass das auf Hebräisch, gehe ich jetzt nicht nochmal rein, auch Schwä heißt Nicht. Mhm. Ein Nicht. Ja. Das ist ein Eber. Ja. Eber wiederum, das ist das dann mal was sehr Unreifes, aber das ist ganz interessant, das ist auch Schwängern, Überhergehen. Eber, Heber, das ist der Ivri. Das heißt Hebräisch. Der Ivri ist Hebräisch, der Hebräer. Das ist ein Sus. Wobei unser Sus im Hebräischen des Pferdes, Jesus. Darum reite ich auf einen Esel. Wir denken jetzt an einen Jesus, Pferd, ein Ross. Doppel-S ist übrigens Shin. Dann hast du Rosh, das ist der Kopf. Das ist das Doppel-S. Schau da unten hin, wenn ich das aufmache. Das ist das Ross. Ah, Entschuldigung. Das O müssen wir jetzt alle vokalisieren. Jetzt, das doppelt aufgespannte. Kommst du, jetzt kommst du, das spricht mal Rosh übrigens aus. Mhm. Also, jetzt siehst du wieder die Spiegelung und das ist es. HUB. Mhm. Du hast das Haupt. Der Führer, der Kopf. Der Anführer, das Oberhaupt. Der Beginn, der Anfang. Das ist unser B in Rosh. An der Spitze wird hier übersetzt. In diesen Kopf, B-Rashid, wird etwas aufgestellt, aus Hecken, ausgeheckt und so weiter und so weiter. Wo war man? Lass mal's gut sein. So schaut's aus. So schaut's aus, ja. Verleugne dich selbst, nehme dein Kreuz auf dich und die Bürde, die ich dir gegeben habe, ist wirklich leicht zu tragen. Außer man quält sich wie ein Peter Fetting.
Die Oktopus. Alles Leid, alles Streben ist ein Nicht-Einverstanden-Sein mit dem, was ist. Es ist ein, dein Leben musst du dir eingestehen, ein Kampf gegen Schmerzen, gegen Krankheiten, weil du eine klare Vorstellung von gesund hast. Und solange du gesund sein willst, bist du nicht krank. Aber die beiden zusammengenommen geben die Heiligkeit. Das ist wichtig. Das heißt, dass hier, wenn du jetzt Zeitungsausschnitte liest, die Apotheken, die Pharmaindustrie, die liefern nichts mehr. Jetzt haben wir es endlich immer billig im Ausland herstellen und jetzt kriegen wir nichts mehr, jetzt werden sie Medikamente. Wie unendlich krank ist eine Gesellschaft, die mittlerweile so programmiert ist als Konsumzombies. Ich kritisiere übrigens nicht das, was ich erschaffen habe. Das sind solche Sätze. Ich behaupte, dass ich du bin. Das heißt, ich bin der, der sich das alles ausdenkt. Der Witz ist bloß, was ich mir ausdenke, hängt davon ab, wer ich zurzeit zu sein glaube. Das heißt, welchen Schwamminhalt, welches Programm, welchen Intellekt ich zum Denken benutze. Das ist meine Metapher mit dem Messchef, mit dem Computer. Was da letztendlich auftaucht, steht und fällt mit den Daten und mit den Programmen, mit dem Regelsystem, das heißt mit dem Menschen, der hier symbolisiert dein Programm und dein Regelsystem und die Daten, die du zum Denken benutzt. Und ich sage, dieser Computer, der jetzt mit einem gewissen Intellekt arbeitet, baut in sich selber die Bilder aus. Außenrum gibt es nicht. Du siehst nur deine selbst erschaffenen Gedanken. Und du kämpfst gegen so viele Gedanken. Wieso meinst du, dass ich sage, liebe deine Feinde? Was übrigens im Hebräischen dasselbe Wort hast du auch den Nächsten und Freund. Das sind die zwei Seiten. Böse und gut. Und beides zusammen ergibt was vollkommen Neues. Dass ich immer wieder diese kleinen Beispiele, dass die rote Liebe, die allumfassende Liebe, nicht mit ihm, das liebe ich. Ich liebe Gesundheit. Ich liebe Freude, Lachen, mit Heulen und Schmerzen will ich nichts zu tun haben. Du musst mal einmal durch diesen Weg gehen, durch das Leid gehen und es wird sehr genau dosiert. Die wirklich großen Schmerzen, die habe ich schon auf mich genommen am Kreuz. Um in dieser biblischen Symbolik zu bleiben. Es hat natürlich niemals in der Vergangenheit einen Jesus gegeben. Wenn was existiert, kann es nur hier und jetzt, diese Märchenfiguren. Alle, auch ein Hitler. Und dann kann ich immer wieder so einen Satz sagen, egal welches Buch, welche Internetseite jetzt, die du mir als Beweis für irgendwas zeigst. Ich zeige dir 1000 Internetseiten, wo zum selben immer das genaue Gegenteil oder was anderes behauptet wird. Das ist die Sache mit der Tasche. Keiner interessiert sich für die Tasse, für das verbindende Parameter. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Egal, was du denkst, wo du dir es hindenkst. Du selbst, ich, wir. Das ist hundertprozentig sicher. Es wird für dich immer so sein, wie du dir das von deiner Logik aufzwingen lässt. Und wenn du jetzt in der Zeitung wieder Worte hast, was machst du aus den Worten? Das, was dein Intellekt hergibt. Die Medikamente gehen aus, die Medikamente gehen aus. Dann schwingt schon wieder mit, na, wo kommen wir hin, wenn wir keine Medikamente mehr haben? Merkst du, wie du dich entgeistigt hast? Als wenn man ohne Medikamente gar nicht mehr existieren könnte. Die Schulmedizin sind Krankheiten erfinden und die wollen Geld verdienen. Diese unendliche Scheinheiligkeit, es geht nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, in irgendeiner Art und Weise darum, dass es dir als Mensch besser geht. Bis auf einige wenige Ausnahmen und die machen nur Fehler. Das sehe ich jetzt in meinem Traum. Ich predige das rund. Ich mache jetzt zum Beispiel meine Frau. Wir bleiben mal ganz brüßlich. Keiner tut sich mehr ab wie meine Frau hier mit meinem Geschwür. Vorgestern habe ich geblutet wie eine Sau hier. Es ist ja wieder ein Zurückganger, das ist so groß gewesen, fast wie ein Hühnerei. Dann platzt es wieder auf. Die tut sich ab, die kann das nicht sehen. Dann kommt meine Nadja, Ärztin, immer wieder dann kriege ich Tipps von irgendwelchen und der soll das einmal probieren und das probieren. Und ich sitze da und so, oh Leute, was mir weh tut, ist das, ich bin doch bloß ein Gedanke von euch. Was mir weh tut, ist, dass ihr einfach nicht lassen könnt, irgendetwas zu bekämpfen. Habt ihr von meinem christlichen Symbol überhaupt nichts verstanden? Liebe deine Feinde und nehme dein Kreuz auf dich.
Du wirst nie heil werden, solange du meinst, du bist heil, wenn die Krankheit weg ist. Wenn das Weltliche weg ist, bist du ein Adam, ein Zieger, ein Geist, der nicht träumt, weil das Weltliche, die Krankheit ist das Weltliche, es ist deine Frau, symbolisch. Das ist ein träumender Geist ohne Frau, ohne Weib, ich weiß, scharfes S. Nichts. Was ist das Weib ohne, was ist ein Gedanke ohne einen Denker? Auch nichts. Das ist das Symbol des Menschen, des Adam. Es weiß keiner in deiner Welt und ich werde jetzt auch sagen, wieso. Weil die Menschen, die du dir ausdenkst, nur dann existieren, wenn du sie denkst, diese Affen. Und die werden das wissen, was du dir denkst, dass die wissen. Das gilt auch für einen Sokrates, für einen Einstein und für einen Udo Petscher. Du bestimmst, ob ich alles weiß oder ob ich nichts weiß. Und selbst wenn du bestimmst, dass ich alles weiß, weiß ich es trotzdem nicht, weil ich bloß ein Gedanke bin. Ich sage dir, Holofilm ist dein ureigenstes Wissen. Dein Wissen ist das Wissen der Menschheit, das Wissen, das du der Menschheit zusprichst. Und das ist noch voll Schimmelpilzkolonie, glaub es mir. Im Vergleich zu dem, wo du hinwachsen wirst als kleiner Gott. Das ist keine Religion, keine Esoterik, das ist das, was ist. Und es betrifft nur einen allereinzigen Geist. Dich. Das kannst du auch keinen erzählen. Und wenn du ins Internet gehst und du holst dir deine ganzen beim YouTube die Lebensberater raus, haben wir auch wieder zwei Seiten. Das sind jetzt die ganzen Internetseiten, Holofeeling, diese Selbstgespräche. Das ist ganz große Ausnahme, weil die weisen nicht auf dich hin. Alle anderen Lebensberater, da sind wir sehr in einer Schwebe, das können wir uns gerne mal anschauen nochmal, dass die wollen, dass du reich wirst, dass du gesund wirst, Die nennen dann oft Selbstheilung. Wie kann ich Selbstheilungen aktivieren? Wie werde ich reich? Wie werde ich glücklich? Es bezieht sich schon wieder auf vergängliche Sachen. Die wissen nichts von der absoluten Sicherheit. Ja. Da, wenn man mit Holofeeling hinhört und dann die Worte noch genauer anschaut, was du merkst, mit welcher Geistlosigkeit umgeben bist du, und Geistlosigkeit, Unbewusstsein, ist prinzipiell jegliche Art von Information. Nur Geist ist ewig. Ein ewig leuchtendes Licht, rot, nicht sichtbar. Energie, inneres Wirken. Wir, Ken heißt wir, im Zentrum, das ist wie ich dich, dieses Fundaments, F-Fundament, die Experimente, Experi, herausgetreten, um dich herum, Mendio ist etwas, sich überlegen und Lügen verbreiten. Was ist es hier, der zentrische Weltbild, wenn du es nicht denkst? Was ist es, wenn du es denkst? Ein Gedanke von dir. Wieso willst du das nicht wahrhaben? Was ist dein Körper, wenn du ihn nicht denkst? In was für einem Wahn lebst du eigentlich, in was für einer Verblendung, wenn du meinst, dich gibt es nur, weil du ein Körper bist, der auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst? Du bist das, was ewig ist, immer ist, unveränderlich ist. Deine ständig wechselnden Informationen, gleichgültig, ob jetzt das Gedanken sind, die in dir auftauchen, ob du die eventuell bewusst selbst denkst, dass dir klar ist, das ist jetzt, weil ich es denke. Die meiste Zeit denkst du an Sachen und da ist dir nicht klar, dass das jetzt bloß deshalb ist, weil du es denkst. Und was sind all deine sinnlich wahrgenommenen Informationen? Es sind Informationen. Aber die einen wie die anderen sind nur für dich ersichtlich, wenn sie zu existieren beginnen. Wo kommen die her, wenn du träumst? Wo kommen die her, wenn du träumst? Eine Welt, in der religiöse, esoterische oder vollkommen geistlos nachäffende Naturwissenschaftler meinen das, was sie denken. Sie haben mit dem, was sie denken, nichts zu tun. Und das war ja schon da, bevor sie es gedacht haben. Und das als hundertprozentig sicher anzusehen. Ich betone nochmal, du lebst umgeben von Deppen, die natürlich nur dann existieren, wenn du sie denkst. Zur Heiligkeit predigen und für Geld damit verdienen. Jede Internetseite, jeden Lebensberater, den du dir jetzt ausdenkst. Ich denke jetzt spontan an Mandita Lange. Ganz toller Typ. Mhm. Ein Abzitieren von kleinen Kalenderblatt-Weisheiten. Ich betone das Wort Weisheiten. Mhm. Er verdient Millionen, dir Sachen zu erzählen, die du umsonst haben kannst. In jedem Buch, in jedem Ding. Ja. Weil die Leute wollen es immer noch von den anderen hören, wo sie meinen, der hat es verstanden. Ich glaube ja nicht, dass der Udo Petscher irgendwas verstanden hat. Ich würde ja dann behaupten, dass der Gedanke von dir was verstanden hat. Ja. Das ist das, was ist.
den Schuh ziehe ich mir nicht an. Das macht sich hier komplett un. Immer wieder, ich betone, ich bin bloß ein Gedanke, den du jetzt denkst. Und wenn du mich jetzt dann nicht mehr denkst, wenn du das Video ausschaltest, was passiert dann? Soll ich dir zeigen, in dem Moment, wo du das Video ausschaltest, puff!